Die Woche geht doch schon gar nicht so schlecht los. Zumindest mal ist wieder die Aufwärtsrichtung diejenige, die aktuell eben vorherrscht. Zumindest mal, wenn man auf den DAX guckt, hat man den Eindruck, auf jeden Fall, schaut es euch an, die Schubbewegung nach oben, das ist noch vor dem Wochenende passiert. Hier die Abwärtsbewegung und jetzt tatsächlich die Vorwärtsbewegung noch ein gutes Stück. Das lässt ja zumindest mal hoffen, dass wir damit auch vielleicht in den größeren Bildern hier die Longseite nochmal kriegen. Also der DAX, da ist wohl offensichtlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Bewegung noch positiv. Der Dow Jones, ebenfalls ein Standardwerteindex, sollte eigentlich ebenfalls ganz gute Chancen haben, hier nach oben zu kommen, wenn dann die Value-Werte, dann auch der DAX und der Dow Jones natürlich beide zusammen. Also wir sehen die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Auch hier sehen wir die Aufwärtsbewegung recht zügig eigentlich, kann man sagen. Das lässt zumindest mal für diesen Bereich deutlich hoffen. Jetzt schauen wir uns das mal im Vergleich an, was die Growth-Titel machen. Das ist jetzt hier der Nasdaq. Nochmal ganz kurz das Wechselbild. Das sind beides 15-Minuten-Charts hier. Ende der Woche, Anfang der Woche hier quasi und seitdem zügig nach oben. Und jetzt gucken wir uns das beim Nasdaq an. Dann ist es seit Anfang der Woche zumindest auch nach oben gegangen. Das insgesamte Bild hier in der Aufwärtsbewegung ist allerdings weitaus weniger attraktiv. Jetzt müssen wir also gucken, kommt er durch die letzten Zwischentiefs? Ein wichtiger Test wäre dementsprechend das Tiefs vom Freitagabend. Also wenn er da durchgeht, dann ist sicherlich, insbesondere wenn er das mit einer recht zügigen Bewegung macht, die Abwärtsseite deutlich hier zu favorisieren wieder. Macht er jedweden Rücksetzer dann doch eher in einer dreiwelligen Form oder mehrfach wackeligen, da kann man vielleicht noch sagen, na gut, vergessen und verziehen. Wir wissen, es gibt solche Phänomene. Leading Diagonal heißt das. Ist nicht sehr typisch, es ist nur so eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein Start einer Bewegung so loslegt. Also nichts, worauf man 100% setzen kann, aber es ist zumindest dann mal möglich. Und wenn er jetzt hier eine wackelige Korrektur macht, na gut, geschenkt wäre das ja noch denkbar. Also, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, was die Indizes angeht. Wichtig jetzt, wie das jetzt hier als nächstes weitergeht. Wenn er korrektiv nach unten kommt, das muss jetzt nicht genau an dieser Stelle sein. Das kann natürlich auch sein, dass er erst noch ein bisschen nach oben geht. Aber wenn es dann korrektiv runtergeht, dann unbedingt die Fortsetzung nochmal anstreben. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht dann der richtige Weg für die weitere Entwicklung. Gucken wir mal einmal auf Gold rüber. Da hatte ich eben gerade schon, ihr seht hier noch meine Alarmmarken beispielsweise, eigentlich schon ein tolles Gefühl, denn der Kurs hatte einen wunderschönen Anstieg. Sowas liebe ich ja. Der ist also sowas von schön ansteigend, hervorragend. Und wenn er jetzt hier ein ABC gemacht hätte, wäre ich mega glücklich und definitiv long, wenn er hier drüber genau draus geht. Also das ist genau das Szenario, was ich gerne habe. So, jetzt müssen wir nur vergleichen, was habe ich gewollt, was habe ich bekommen und dann sehen wir schon, okay, das ist eben nicht das, was ich wollte. Es ist eben nicht dieses typische Korrektivmuster, was ich da gerne eben sehe. Und dementsprechend vorläufig erstmal noch nichts zu tun. Aber auch hier gilt es nochmal drauf gucken, denn auch das ist ja nach wie vor noch möglich und dann dementsprechend vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann die Fortsetzung. Also einfach nur ein bisschen verschoben, auch wenn ich mir das hier vorne schon gewünscht hätte. Ihr seht, das Leben eines Händlers ist total unspektakulär. Die meiste Zeit geht es darum, zu warten, um zu gucken, ob die eine oder die andere Bewegung passiert. Wenn die dann aber passiert, hat man bestmögliche Chancen, da auf der Gewinnerseite mit dabei zu sein. Das Doofe ist, wenn sie nicht passiert, dann hat man die bestmöglichen Chancen, als Zugucker vor dem Bildschirm zu verhungern. Naja, so schlimm wird es sicherlich nicht sein, aber ihr seht, ein bisschen Geduld ist da auch wichtig. Wem das Ganze zu langweilig ist, kann ich empfehlen, meldet euch an bei Born for Trading. Ihr habt die Möglichkeit, das hier einfach mal kostenlos ein bisschen auszuprobieren und bekommt dann Nachrichten von mir aufs Smartphone, wo ihr dann vielleicht Updates zu bestimmten Situationen bekommt, Hinweise zu bestimmten Trades und so weiter, was es da gerade vielleicht zu besprechen gibt. Und wer ganz konkreten Ein- und Ausstieg in schriftlicher Form hier mit unseren Handelsmarken bekommen soll, will, der sollte, so rum ist richtig, sich beim Trade des Tages anmelden, um dann diese Nachrichten nicht zu verpassen. So, in diesem Sinne, euch alles Gute, ganz liebe Grüße, einen wunderbaren Wochenstart. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut.